Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir wollten Ressourcen sammeln. Das stand an. Ich parke nochmal eben schnell die Rindfleischpellets. Das ist ja unsere nächste Mission, die wir machen. Und ich nehme nochmal eine Sauerstoffkerze mit. Wir essen und trinken mal was. Jetzt habe ich es weggeworfen, ne? Ich bin so ein Ochse. Ich habe es weggeworfen. So, jetzt aber. Wie gut, dass hier alles schräg ist. Ey, du bist voll schräg, Mann. Du bist voll schräg, Mann. Genau, wir brauchen nämlich noch Dünger und den ganzen Krempel. Das machen wir jetzt in der Folge. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch finden. Und in der Folge gehe ich von aus, dass der Techniker-Anzug auch fertig wird, den wir beim letzten Mal ja an dem Forschungstable erstellt haben. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo das mal mit der Düngerstation war. Das muss irgendwo hier gewesen sein, da in diesem Bereich. Wo die fliegenden Kühe waren, in dem Bildraum. So. Sehr, sehr schön. Das Spiel entpuppt sich immer mehr und mehr als ein großartiges Erlebnis, wenn ich das mal so sagen darf. Denn ich bin immer noch sehr beeindruckt, wie gut das mit der Base funktioniert und was man da alles jetzt noch entdeckt hat. Und dadurch, dass wir jetzt den Technikerraumanzug demnächst kriegen, heißt das ja, dass wir, oh mein Gott, den unendlichen Schaber, unendlicher Schaber, unendliche Ressourcen. Das heißt, wir können unendliche Ressourcen farmen. Da oben müssen wir hin. Unendliche Weiten. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Na, wer hätte das gedacht? Dass wir mal so weit kommen. Wir sind mittlerweile, glaube ich... Hier ist doch der Automat, der Soda-Automat. Aber das ist wahrscheinlich nur Deko gewesen. Schade eigentlich. Ich dachte, man kriegt da wirklich... Aber Deko ist tatsächlich nur Deko. Ich dachte, die haben auch noch eine Funktion, dass man da vielleicht doch unendlich Getränke kriegt. Oder es gibt noch ein... Oder es gibt noch ein Modul, was ich noch nicht gefunden habe und noch nicht weiß. Was wir vielleicht später noch finden werden. Wo man dann halt vielleicht unendliche Ressourcen hat. Oder man kann irgendwo was anbauen. Vielleicht auch so. Müssen wir mal schauen. Aber das werden wir alles noch rausfinden. Nee, was wollte ich gesagt haben? Wir sind ja mittlerweile, glaube ich, jetzt schon angekommen bei... Ist es schon Folge 30? Boah, was wir also... Was wir jetzt schon erlebt haben. Es ist unglaublich. Ich hätte auch niemals gedacht, dass wir so lange spielen. Aber naja... Das Spiel entpuppt sich natürlich auch erst mit der Zeit, muss man auch dazu sagen. Also solche Spiele brauchen immer Zeit. Das ist ganz wichtig. Solche Spiele entfalten ihre Wunderbarkeit, wenn ich das mal so formulieren darf, erst nach einer gewissen Zeit, dass man erst ein bisschen spielt. Weil es ist nun mal, am Anfang ist es zäh. Ja, ich weiß. Am Anfang war es sehr zäh, weil man kaum Fortschritt hatte und so, tralala. Ich weiß. Aber man muss diesen Spielen ein bisschen Zeit geben. Oh, da ist eine Rindfleischdose. Die würde ich auch noch mitnehmen. Ich fliege glatt vorbei. Aber leider ist das bei diesen Survival-Games immer so... Ja, ja. Leider ist das bei diesen Survival-Games immer so, dass man halt immer ein bisschen Zeit mitbringen muss, weil diese Spiele sich nicht sofort offenbaren. Oh, wir haben eine Batterie gefunden. Wollte ich eigentlich haben. Wir brauchen Dünger. Jetzt bin ich hier schon wieder... Stoff und Schnaps. Deswegen, also, man muss diesen Spielen Zeit geben. Sonst bringt das nichts, sonst wird das nichts. Ist leider nun mal so. So, da sehe ich noch Dünger. Meine Frage ist immer noch, ob das Spiel nach einer gewissen Zeit immer noch Ressourcen spammt oder farmt. Farmt oder spammt. Ob Ressourcen irgendwann respawnen nach einer Zeit oder wie das ist. Weil hier kannst du nicht, wie beim normalen Survival-Game, einfach Bäume wachsen lassen und dann sind die irgendwann wieder da, sondern hier ist alles im Weltraum verstreut. Und wenn du es abgegrasen hast, hast du es abgegrasen. So, wir brauchen noch mehr Dünger, ne? The turret has noticed you. Ja, ja. Das ist auch mal, wie gesagt, eine sehr interessante Frage, wo ich immer noch am Rätselraten bin, ob das so ist oder ob die einmal, wenn die abgefarmt sind, einmal weg sind. Und ein Ende des Spiels gibt es auch. Würde ich jetzt mal behaupten, in meinen
meinen jugendlichen Leichtsinn. So, Dünger nehmen wir mit. Das brauchen wir ja. Und natürlich sollten wir auf unseren Sauerstoff achten. Deswegen nehme ich direkt mal eine Kerze und atme einmal tief ein und aus. So. Nehmen wir mit. Da fliegt ein Sarg rum. Haben wir eigentlich noch diesen Öffner? Diesen Sargöffner bei uns? Weiß ich gar nicht. Dosen sind gut. Ja, ja. Dünger? Dünger, nehmen wir mit. Metall? Wir haben noch ein bisschen Platz, ne? Wenn wir einmal dabei sind, weil dann können wir nämlich auch wieder einen handlichen Schaber bauen. Wie viel das einfach auch ausmacht, dass man 200 Luft jetzt zu atmen hat, wenn man überlegt, was wir am Anfang hatten. Ich frage mich mit diesem anderen Atemsystem, was wir da gefunden haben in der Bank, oder beziehungsweise was wir craften können, ob man dann noch mehr an 200 Luft hat, also Sauerstoff. So, gibt's hier noch synthetischen Dünger irgendwo? Das ist Metall, oder? Nee, das ist Dünger. Ich dünger dir ein. So. Ich kann die scannen? Was kann ich denn da scannen? Ich mach's mal. Errungenschaft freigeschaltet, Hirte. Ist was? Schön. Die Kuh hätten wir sogar mitnehmen können. Hinaus mit dir! In den Weltraum! Unendliche Weiten und so weiter! Ganz lieber. Ja, ist doch gut. Nur wegen die Waffen da oben. Die wir übrigens jetzt auch zerstören können. Wir haben sogar eine Pistole, die wir craften können, was wir gesehen haben. Oder so eine Laserpistole. So, ich mach mal die Kisten hier offen. Ich weiß gar nicht, wie viel Dünger wir jetzt hatten. Oh. Gar kein Problem. Ich habe extra im Voraus einen gemacht. Vielleicht haben wir ja sogar bald die Möglichkeit, den Unendlich-Schaber herzustellen. Das wäre großartig. Weil dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, was den Schaber angeht. Waren wir da schon? Was wollte ich denn geguckt haben? Irgendwas wollte ich jetzt hier im Menü geguckt haben. Ich weiß nicht mehr, was das war. Naja, egal. War nicht so wichtig. Fällt mir wahrscheinlich wieder ein. Obwohl, wenn es nicht so wichtig war, dann fällt es mir nicht ein. Genau, Dünger, wie viel wir haben. Okay, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mal Dünger. Guck nochmal. So, da ist noch eine Rindfleischdose. Die nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, wofür waren die? Oh, hallo. Die Pflanzen sind tot. Das hast du richtig erkannt. Sauerstoff nicht unbegrenzt. Jo. Ich nehme direkt eine. Okay, Inventar fast voll. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier soweit alles abgegrast, ne? Da ist noch ein bisschen Dünger. Das, was wir wollten, hatten wir eigentlich. Ich hoffe, es reicht. Können wir hier noch ein bisschen... Ah, wir haben keinen Greifer mehr, ne? Wir müssen auch mit den nächsten ein bisschen Dings herstellen. Ein paar Werkzeuge. Oh, warte mal, da war noch Dünger. Hallo? Werkzeuge wieder herstellen, damit wir ein bisschen wieder craften können. Ein geht noch. Zack. So, Inventar voll. Wir düsen los. Wieder zurück zur Base. So. Ab geht die wilde Reise. Ich glaube, der Anzug wird noch nicht fertig sein. Da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Aber ich hätte gern ein Lager. Das wäre noch ein Traum. Ab wann und wo kann man ein Lager herstellen? Wir müssen auf jeden Fall alles das scannen, was wir scannen können mit Modulen und so. Das ist ganz wichtig. Da sollten wir auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir demnächst hier, dass wir auf jeden Fall noch weitere Module scannen. Da ist, glaube ich, auch noch was zum Scannen. Aber als erstes hätte ich gerne den unendlichen Schaber. Und diese Filet-Pellets, die werden wir, glaube ich, als nächstes jetzt erstmal machen, hier in diesem Kälteteilchen. Das müsste da, glaube ich, sein. Da müssen wir hin. Jetzt fliege ich hier erstmal durch. So.
fliege einmal zu der Sauerstoffstation, wenn ich schaffe, weil ich will jetzt ungern wieder eine Flasche benutzen, da bin ich wieder geizig. Geiz ist geil. Da bin ich irgendwie wieder geizig jetzt. Warum auch immer. Na komm schon. Schaffen wir, ne? Ja, das dürfen wir schaffen. So. Ach da. Ich hab's gar nicht gesehen. Weil das Symbol überragte den Sauerstoffballon. Ja, hallo. Danke. Wie der einfach kleiner wird. Das ist halt so gut. So. Ruhig einmal voll. Jawohl. Und das reicht auf jeden Fall bis zur Base. Gut, dann gucken wir mal, ob wir die Fleischpellets jetzt herbekommen. Oder wie auch immer die heißen mögen. Ich weiß es gar nicht mehr. Dass wir da einen Abschnitt unserer Mission oder unserer Aufgaben oben rechts erfüllen können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Mission das da war. Ist das gelange in das Militärmodul? Ist es nicht. Das ist da, wo die Raumkapsel oben abgeschnitten war. Repariere die Waffe ist es, glaube ich, auch nicht. Es könnte sein, dass es startet den Shuttle in den Kern. Das könnte es vielleicht sein. Ach, guck mal, die Base wird jetzt auch angezeigt. Das ist ja cool. Ob das jetzt eine gute Idee war, hier zu bauen, weiß ich nicht. Ich fand es hier sehr gemütlich, muss ich sagen. Schauen wir mal. Da oben müssen wir auch noch alles abarbeiten, ne? Dramatische Musik, da lädt das Spiel gleich nach. Achso, wir sollten erstmal die Dosen loswerden, ne? Okay, pass auf. Einen Bohrer müssen wir auch noch bauen. Weil wir brauchen ja für Elektronik Bohrer. So, gleich haben wir wieder Platz. Nein, Ausrüstung, Gegenstände. Wie viel brauchten wir? 4 hatten wir, ne? 10 brauchen wir, glaube ich, ne? So. Das wären 8. 4 hatten wir, glaube ich, eingesetzt. Und hier hatten wir, glaube ich, auch schon welche erstellt, ne? 9. Warte mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber, glaube ich, 1 zu viel gemacht. Ist nicht schlimm. Ist jetzt nicht so schlimm. Ah, Glühbirne geht nicht. Haben wir hier noch Platz? Nein. Medipack können wir mal nehmen, ne? Weil mir gerade einfällt, wir haben nicht mehr so viel Leben, weil wir auch nicht schlafen. Benutze ich das Ganze noch mal. Pass auf. Was wollt ihr gemacht haben? Den Baukasten kann ich auch mal loswerden eben aktuell. Diese dramatische Musik, das ist ja unglaublich. Ah. So, wir wollten einen Bohrer bauen. Was brauchen wir? Veredeltes Metall, Batterie und dickes Isolierband. Veredeltes Metall hatten wir, das weiß ich. Und Batterie haben wir auch gerade gefunden. Dickes Isolierband. Und die Batterie haben wir hier gerade reingetan, ne? Genau, zack. Dann können wir wieder einen Bohrer herstellen. Und wir brauchen noch einen Greifer. Ich meine aktuell nicht. Aber wenn wir ihn schon mal bauen könnten, brauchen wir auch eine Batterie. Wir brauchen unbedingt Alkali. Das wäre ein Traum. Alkali ist für Batterie halt wichtig. Ich will nochmal einen Schaber, glaube ich, bauen, oder? Einfach so, weil wir es können. Den magnetischen Hauptschlüssel brauchen wir ja nur um eigentlich aktuell um quasi nur Särge zu öffnen, also pass auf. Haben wir noch was zu essen? Jo, haben wir noch was zu trinken? Glaube nicht, wir können was zu trinken herstellen. Hier ist noch eine Flasche. Dann würde ich gleich zweimal essen, zweimal trinken wieder. Ganz normal. Hauen wir uns mal hinter die Kiemen. Und dann machen wir mal
Dann machen wir mal das mit den Pellets und schauen mal, was dann passiert. So. Dann düse ich mal los. Auf geht's. So. Okay. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wahrscheinlich senken wir damit auch wieder ein bisschen die Strahlung. Würde ich behaupten. Und dann gucken wir gleich mal auf dem Rückweg, wenn wir zurückfahren. Gucken wir mal, was der Anzug sagt. Nein, ich habe ihn nicht vergessen, aber es müsste, theoretischerweise müsste er fertig sein. Weil wir ungefähr jetzt bei, ich glaube, knapp 16 Minuten Aufnahme sind. Und, ja. Das heißt, es müsste eigentlich fertig sein. So, probieren wir mal aus. Stopp. So, Tank voll. Tank ist voll. Was müssen wir machen? Hier, benutzen. Was? Ah, schön. 3 von 6. You can probably ignore the cooling gel's slight course deviation and assume that the core's activity is partially reduced. Schön, großartig. Ja, 3 von 6. Juhu, es wird immer besser. So, dann mal ganz schnell hier raus. Uah! Haben wir das auch? Also, die Aufgaben werden immer weniger. Das ist doch super. Das ist doch großartig. Also, müssen wir noch die Waffe reparieren? Gelange in das Militärmodul. Da sind ja diese Roboter. Da müssen wir irgendwie... Ich weiß noch nicht, wie wir das hinkriegen. Und erforsche den Elektronikingenieur-Raumanzug. Ist das der, den wir gerade gecraftet haben? Nee, ne? Wir haben noch einen anderen, oder? Wir haben noch keinen Elektronikanzug gecraftet. Wir haben noch... Oder? Eigentlich haben wir den anderen. Den für Hitze und so. So, dann gucken wir mal. Hallo. Abgeschlossen. Blaupause lernen. Was? Ach, das sind einfach Blaupausen. Oh mein Gott. Also müssen wir den auch erforschen, den anderen. Stoffrolle, Bleilackierung, zweimal Aluminium. Ja, aber erstmal würde ich jetzt gerne den anderen bauen, wenn es möglich wäre. Hallo, Fahrzeug, da. Ich dachte, wir kriegen den jetzt. Nein. Das heißt also, wir müssen den jetzt erstmal bauen. Na, großartig. Ja, Sip. Das, ja. Es wird immer besser. Keine Zeit. Gib mal entspannte Musik, wollte ich gerade sagen. So. Gucken wir doch mal. Ausrüstung. Da ist er. Zweimal Harz. Bleilackierung. Zweimal Stoffrolle. Ich habe Stoff gesehen. Irgendwo hatten wir hier Stoff. Pass auf. Ich baue mir den jetzt erstmal. Aluminium haben wir hier. Harz haben wir auch hier. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir den sogar hin. Mit den ganzen Ressourcen, die wir hier haben. Zweimal Harz haben wir. Wir brauchen 4-mal Aluminium. Haben wir noch irgendwo Aluminium hier rumfliegen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Aluminium ist, glaube ich, auch so eine rare Ressource. Da müssen wir ein bisschen auf Aluminium-Tour gehen. Hier haben wir auch kein Aluminium, ne? Stoffrolle müssen wir bauen. Hier. Brauchen wir einmal oder zweimal Stoffrolle? Zweimal. Wie viel brauchen wir da? 4-mal Stoff. Ach du Heiliger. Haben wir davon noch was? Verdammt, wir haben keinen Stoff mehr. Gar nicht so einfach. Doch, wir haben noch Stoff. Sehr schön. Wir könnten theoretischerweise auch die Ressourcen einfach in unserer Base packen, ne? Fällt mir gerade ein. So. Bleilackierung kriegen wir hin.
Brauchen wir noch Blei. So, damit haben wir schon mal die Bleilackierung. Jetzt fehlt uns eigentlich im Prinzip nur noch viermal Aluminium, also zweimal Aluminium. Aluminium wird, glaube ich, mit einem Greifer, glaube ich. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Greifer jetzt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und für einen Greifer brauchen wir eine Batterie. Nein! Und veredeltes Metall. Aber veredeltes Metall haben wir, glaube ich. Gut. Das heißt, wir gehen auf... Warte mal. Wo gibt's denn Aluminium? Lass mal nochmal gucken. Aluminium, Aluminium, Aluminium. In Asteroiden, genau so sieht das aus. Okay, via Bohren. Alles klar. Jetzt die Frage, wo gibt's genug Aluminium? Da müssen wir jetzt mal gucken. Haben wir... Ja, wir haben zwei Sauerstoff-Dings dabei. Jetzt die große Frage, wo finden wir Aluminium? Hier waren wir schon. Mein Asteroiden haben wir genug. Die Frage ist nur, wo wir Aluminium herbekommen. Da vielleicht? Okay. Da haben wir so ein bisschen die Augen offen. So. Irgendwo wird sich doch bestimmt Aluminium zu finden sein. Bei den ganzen Asteroiden hier werden wir sicher irgendwo was finden. Kein Aluminium vorkommen. Er suchte und suchte. Und fand nichts. Aber auch rein gar nichts. Da ist irgendwas. Was ist denn da auf der Ecke? Was sehen denn meine Äuglein da? Oder war das nur ein Schatten? Das war nur ein Schatten. Ich dachte, hier wäre was. Was ist das denn da? Was ist das denn hier, lieber Entwickler? Ist das ein Pfeil? Was soll das sein? Ein ominöser Pfeil des Bermuda-Dreiecks? Oder was soll das sein? Ich weiß nicht, was sein soll. Naja. Vielleicht ist es ein Easter Egg. Ich weiß es nicht. Boah, wo kriegen wir denn das Aluminium her? Alter Schwede. Und was ist da mit Power? Fragen über Fragen. Okay, hier müssen doch irgendwo Aluminiumvorkommen sein, oder? Hallo, liebes Spiel. Liebes Tagebuch. Ich brauche Aluminium. Wärst du so freundlich? Aha! Da haben wir doch was. Guck mal, was sehen denn meine Augen da? Und ich habe es versprochen und ich werde mein Versprechen auch halten. Huch! Wenn ich sage, wir machen das in der Folge, dann machen wir das auch. So, huch, nein, ich will mich setzen. Wo ist es hin? Da. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr Aluminium. Da ist noch... Oh, Elektronik und Aluminium, oder? Nee, das ist Wasser, glaube ich. Aber hier ist eine Elektronik. Hallo. Ja, ja, Sauerstoff. Wir haben noch eine Flasche. Auch mit einem Bohrer, ne? Oh, Aluminium. Sehr schön. So, setzen wir Rechtsklick. Gut. Sehr schön. Haben wir noch was hier? Wenn wir schon einmal dabei sind. Da oben ist noch was. Lass mich raten, Alkali. Ja, wir haben keinen Greifer dabei, ne? Verdammt. Es ist Alkali, oder? Greifer. Und wir haben keinen Greifer. Ach, ernsthaft. Das ist jetzt ärgerlich. Okay, muss ich mir merken?
Wie sieht denn der aus? Das lange Teil hier. Okay, alles klar. Gut. Muss ich mir ein bisschen merken. Weil Alkali ist ganz gut für die Batterie. Also wir brauchen erstmal einen Greifer. Wir brauchen aber auch eine Batterie. Die wir in Kisten finden können und so. Was sehen denn meine Äuglein da? Hallo, hier gibt es ja noch mehr Ressourcen. Hallöchen, Aluminium. Na hallo. Wenn schon, denn schon. Hier ist Wasser. Also brauchen wir gar nicht so weit wegfliegen eigentlich im Prinzip. Wir haben alles in der Nähe. Vielleicht sogar auf dem Asteroiden, ich bin mir nicht sicher. Wir schauen einfach mal. Wir werden fündig. So, das heißt... Oh mein Gott, der Techniker-Raumanzug. Oh mein Gott, Jesus. Holy fucking Christ. Aber wir können den... 200 Strahlenschutz haben wir jetzt. Lecko funny. Okay, das heißt, mit dem haben wir jetzt natürlich auch... Cool. Ich würde den mal eben hier hinlegen. Lol. Wie sieht der denn von... Achso, ist einfach so eine Kiste. Okay, super praktisch. Dürfen wir nur nicht vergessen. Ich bräuchte mal so einen Greifer. Wir brauchen nur eine Batterie, verdammt. Das heißt, wir müssen ein bisschen... Okay, pass auf, das Aluminium packe ich mal hier hin. So. Alter, die Fleischpellets, wie riesig die einfach sind. Alter. So, wir brauchen Batterie. Und was wollten wir sonst noch gemacht haben? Jetzt lassen wir mal kurz überlegen, was wollten wir denn sonst noch? Achso, wegen der Strahlung jetzt. Wir haben ja jetzt Hitzeschutz auch bei dem Anzug, ne? Ob wir dann mal probieren... Haben wir noch eine dicke Sauerstoffbatterie? Eine. Ob wir dann mal probieren, diesen unendlichen Schaber zu bekommen? Was kostet denn uns so eine Batterie eigentlich? Das war bei... War das hier? Nee. Da. Titan, Batterie und Harz. Mist. Harz hätten wir, aber keine Batterie. Vielleicht machen wir erst... Vielleicht machen wir nicht alles auf einmal, sondern machen jetzt erstmal... Batterie. Sprich, wir öffnen mal ein paar Kisten... Hier befinden. Hier zum Beispiel. Da haben wir doch ein paar direkt um die Ecke. Wie praktisch. Vielleicht finden wir da ein paar Batterien drin. Ja, wow. Natürlich nicht. Ich könnte es mitnehmen natürlich, aber ist gerade auch erstmal egal. Wir haben einen Schaber. Ist das eine Batterie? Eine Batterie! Juhu, und ein Magnet! Die Magneten braucht wir auch für irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, für was das war. Noch eine Batterie! Juhu! Und eine Glühbirne für einen Scanner. Sehr schön. Oh, dieser unendlich Schaber, der wird so großartig. Okay, diese Teile geben auf jeden Fall mehr Batterien. Diese kleinen. Sonst noch irgendwo was hier? Nö, ne? Nö. Aber wir könnten schon mal einen bauen davon. Ich baue mir erstmal einen. Wisst ihr Bescheid? Ich baue einen. Körper des Ingenieurs. Kann ihn anfassen, aber ich kann nichts machen. Mhm. Ich glaube, wir hatten den schon mal gescannt, bin mir nicht sicher. Schon zu lange her. Gut. Aber ich bin schon viel zu lange wieder drüber. Ich vergesse einfach die Zeit. Es ist so großartig, das Spiel. Ich vergesse einfach die Zeit. Es ist unfassbar. Passt auf, wir machen eine Folgenpause. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder
Mit dem warmen Raumanzug. Ui, da fliegen die Kisten. Und dann würde ich sagen, dann werden wir mal unser Hitzeschild jetzt ausprobieren. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.